Push the button. Hä? Unglaublich. Lol? Egal. Also anscheinend ist das doch eher ein Beta-Test. Also ich glaube, ich habe das Spiel schon 100 Mal gespielt, aber dass da fünfmal aneinander dieses komische Teil kommt. Nein. Sorry, nee. So, jetzt brauchen wir ein Pilzchen. Ich glaube, hier ging es rein. Nee, doch nicht. Schade, aber hier geht's rein. Gucken wir da runter und dann darüber und darüber und da. Also die zwischen den Steinen sind, da geht's auf jeden Fall immer runter, glaube ich. Ich glaube auch. Jetzt hier. Oho. Münzen ohne Ende. Ich glaube, das wird so eine Welt, wo dann das Special kommt. Aber jetzt mal, glaube ich, die hier, wie sollen das funktionieren? Hallo? Kriegen müssen. Da sind da oben diese komischen Dinger, ne? Ich hab's gewusst. Nintendo. Ja, genau. Hast du eigentlich gehört, dass dieser eine Nintendo-Visionär gestorben ist? Ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Nicht Visionär, der Chef. Oder ehemaliger Chef. Ja. Na, der ist halt Nintendo als Videospielefirma groß gemacht hat. Er möge in Ruhe Frieden. Ruhen. Nein, das ist mein. Wie auch immer jetzt sein Name sein mag, ich hab den besten Namen jetzt wirklich nicht. Oder so. Na, auf jeden Fall kann man es bei Heise nachlesen und von Nintendo gab es auch einen Facebook-Eintrag und so weiter. Ja, das wäre ja wohl sein, aber. Naja, klar. Hätte ich gewusst, dass Nintendo ganz früher Anafuda-Karten gemacht hat, ja? Ja, Anafuda-Karten gemacht hat und Fast Food. Und Brettspiele. Hm? Brettspiele? Mhm. Hallo, Brettspiele. Ja, wie Mattel, weißt du, und Monopoly. Ja, Nintendo ist halt eine Spielefirma gewesen. Aber ursprünglich halt nur Hanafuda-Karten. Das sind diese, in Europa nennt man sie die Blumenkarten. Aber das Hanafuda, das ist ein brutales Spiel. So wie Yu-Gi-Oh! Oder? Oh ja. Ich letztens auch auf YouTube gesehen, wie irgendwie die Weltmeisterschaft 2013 von Yu-Gi-Oh! Das war ein paar Typen, sag ich dir. So einen richtigen Kinderhauer, weißt du, die dann irgendwie kleinen Kindern die Karten wegklauen. Das sah nicht zumindest aus. Und das Video ging irgendwie eine Dreiviertelstunde und 25 Minuten davon haben die erstmal ihre Karten sortiert. Aha. Und dann hat das restliche Match irgendwie 10 Minuten gedauert und die andere restliche Zeit haben sie diskutiert. Da dachten wir so, okay. Das ist sowieso mal bei Yu-Gi-Oh! Wie legt man jetzt die Regeln aus? Frag mich doch nicht. Das gab es vor allem bei den deutschen Karten, da weiß man nie, wie muss man jetzt die Karte interpretieren. Da gibt es Karten, die kann man mal so und mal so interpretieren. Weißt du, und das ist wahrscheinlich bei den original japanischen Karten nicht der Fall, dass man die verschieden interpretieren kann, weil die einfach nur eindeutig sind. Die können dann ganzen Romani auf die ganze Karte schreiben. Ich finde das ja so schlimm, dass ja eigentlich Yu-Gi-Oh! Ja schon aus, ich glaube, Mitte oder Anfang der 90er ist. Mhm. Ja. Und bei uns kam das wann? Anfang 2000, 2002 oder so? Also irgendwo Mitte der 2000er. Also zu meiner Bundeswehrzeit gab es das definitiv noch nicht, das wüsste ich. Ja, weil da lief gerade Dragon Ball Z das erste Mal. In das kam ja auch viel zu spät. Ja. Aber das gab's dann nämlich immer. Aber es kam. Nein! Hast du nur drauf gewartet, dass ich auch mal verrecke, ne? Mhm. Mit denen ja nicht allzu schlecht vorkomme. Ja. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir so denke, dass man hofft, dass das, wenn Japan jetzt so also einiges berühmt ist, dass halt schneller zu uns kommt. Ich glaube, das ist inzwischen mittlerweile so. Ja. Mit Naruto zum Beispiel ist es ja der Fall. Ah, Naruto fand ich irgendwie. Da gab es ja noch Naruto Shippuden. Shippuden auch. Das ist die eigentliche Naruto-Geschichte. Das andere kannst du dir so als Vorspann, 200 Folgen Vorspann vorstellen und dann fängt das eigentliche Naruto an. Okay. Warum? Ja, weil das dann halt tiefgründig wird und dann kriegen alle die Superkräfte und so weiter. Weißt du? So wie bei Dragon Ball, da hast du Dragon Ball, das ist der Vorspann und dann kommt Dragon Ball Z und das ist dann der Nachklapp. Und dazwischen gibt's nichts. So stelle ich mir das vor. Also förmlich nichts. So, ich hab die Schnauze voll, die Welt ist kacke, weil da musst du doch mit dem komischen Stern die ganze Zeit rum. Hä? Wie hast denn das jetzt gemacht? Tja, ich hab den glaube ich von unten angebumst.
Das ist absoluter Ultraskill. Würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, mach das, aber... Mach das nochmal. Wie? Wenn sie dann gleich die Blume da von unten getötet wird, das war ich dann, weil ich den Himmel jetzt berührt habe. Das kann natürlich gut möglich sein. Dieses Vieh habe ich so gehasst. Schon vielleicht früher. Warst du in dem Moment gerade zufällig so hoch. Bin ich. Machst du? Ich will das töten eigentlich. Egal. Vielleicht warst du gerade in dem Moment so hoch, dass die Blume, also dass dein Hexenbesen oder worauf der auch immer drauf sitzt, genau in der Reichweite, also dass du sozusagen unten wieder rausgeploppt bist, ohne dass du angezeigt wurdest. Das könnte gut sein. Ha! Guck! Voll der Sheet. Ein Leck im System. Voll der Sheet. Das ist jetzt ein Trick irgendwie? Voll ist ein Geheimgang? Warum? Keine Ahnung. Das ist der Level. Sicher? Warum kommen wir da nicht von oben eigentlich rein? Nö. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch ein Level, wo man drei verschiedene Eingänge hat. Weiß ich nicht. Das ist gut, ihr Idioten. Oh. Ha. Muha. Do. Ich mag Huber. Das war doch. War das Ix? Ix? Kennst du den? Ix, ja. Er hatte ja letztens im Forum so ein paar Videos gepostet. Hat er? Ja, so 30, 40 Sekunden lang. Wo er dann dazu geschrieben hat, oh, das muss sich jeder angeguckt haben und das ist voll Moa und ich zeige hier Hacks von Spielen. Und dann fand ich voll faszinierend irgendwie. Also vom NES war das. Super Mario Bros., der erste Teil, den wir auch mal anspielen könnten, theoretisch mal. Hm. Jedenfalls davon, eigentlich, ich würde das fast als Kaputt-Hack bezeichnen, weil da das Scrolling so pseudo-deaktiviert ist. Das heißt, man läuft an eine bestimmte Stelle, dann scrollt die Karte, allerdings einen fixen Wert. Also nicht nur ein Pixel oder wie viel das auch immer scrollt, sondern gleich mal so irgendwie ein Drittel Bildschirm oder sowas. Und das bringt dich dann in dem Spiel total aus dem Konzept raus. Das glaube ich gerne. Es gibt auch von Street Fighter so ein Black Hack, nennt sich das. Gibt es ganz viele verschiedene Hacks, wo du dann auch im ersten Street Fighter 2 mit einem Bison und mit Vega und so weiter kämpfen kannst. Da kannst du zum Beispiel mit Ryu mitten in der Luft einen Shoryuken ausführen und er trifft immer einen Gegner. Das ist total lustig. Total Blödsinn, aber irgendwie doch total lustig. So. Jetzt müssen wir dann da rum, dann gehen wir da wieder raus, dann wieder da rein und dann sind wir nochmal da. Ah. Wir sind doch eigentlich, was ist jetzt schon Welt 7? So. Ja, es ist schon fast durch. Wir sind schon fast durch. Könnte man theoretisch heute noch schaffen. Unsere Frauen bleiben so lange weg, dass wir das heute durchschaffen. Ich sag dazu mal nichts. Ja, die sollen sich ruhig ein paar Cocktails einflößen, aber wir sind so. So. Ja, aber das, ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag sie. Glaubt das, Leute. Ich mag sie. kann ich gerade nichts mit anfangen? So, jetzt bin ich nochmal dran. So, aller Mario Bart. Na, warte, ich will das Ding noch machen. Nein, das nächste ist in Wasserwelt. Das hasse ich wieder wie die Pest. Wähle eine Kiste. Der Inhalt wird dir auf deinem Weg helfen. Das hätte man irgendwie in einem Reim machen können. Wähle eine Kiste. In der Miste, wähle eine Kiste. Ja. Oh, der Froschanzug, toll. Die hat noch Jörg das Ganze einbauen können. Hätten sie da statt dem Pilz Jörg Träger hingestellt, weißt du? Das hört sich nach einem Projekt an. Guck mal. Achso, nee, das ist ja nicht so das Ding. So, ich übergebe mal. Ja. Oh nein! Jetzt hat er auch noch auf den Knopf gedrückt. Ach ja. Ich hätte mich jetzt am liebsten dagegen geweigert, da reinzugehen. Oh nein! Ey, das ist ja mal das ultra beschissenste, was es auf der ganzen weiten Super Mario Welt gibt. Ein Wasserlevel, das Auto scrollt. Ja, fick dich doch. Das hast du auf Video. Das ist mir schon mal öfters rausgerutscht, um ehrlich zu sein. Boon! Danke. Du alter Lobsei-Bot. Oh, guck mal, wie weit er geflogen ist, ja?
Er ist aus dem Screen rausgeflogen, um dann nochmal in den Screen rauszufliegen. Rein. Ja, super. Du hättest doch den Froschanzug nehmen können, den ich gerade. Nein, du hast mir den nicht gegönnt, also nehme ich den auch nicht. Außerdem, wenn du dann spielst, dann wird scheiß die Wand an. Das war ganz klar am Anfang, ganz schnell vorgespielt. Yeah, fett. Oh yeah. Na, toll. Hat die schon immer so eine komischen Härchen, die komischen Fliegeviechen? Da frisst dich doch irgendwie, ne? Alter. Ey, da bauen die extra was hin. Das, was ich auch ja da drin verstecken kann. Das dauert irgendwie dreimal so lange, bis du wieder in die Welt darfst. Ah, Froschi. Froschi, Froschi. Oh, dass er sich dann auch gleich wieder wie so ein Frosch bewegt, außer jetzt im Wasser. Oh, hier, guck mal, das einzige Mal, dass man Marios Hintern sieht. Ja, schöner kleiner Bohr. Soll ich den mitnehmen? Nein. Was ist los? Wir müssen ja bloß noch unter Wasser irgendwie quaken können oder sonstiges Schießgedöns. Alex Kidd konnte doch unter Wasser auch schießen. Also zumindest mit Faust. War nicht dieses Spiel nur total super mega schwierig? Nein, das war absolut grottenschwierig. Außer die Endbosskämpfe, die waren natürlich extrem einfach. Ich glaube in die zweite Welt bin ich immer nur gekommen und dann war es vorbei. Dann war ich dann immer tot, musste ich von vorne anfangen. Das war doch hier was im Master System direkt drin war, ne? Master System 2 war das direkt mit integriert, genau. Wenn du keine Kassette reingesteckt hast. Ja. Dann, ey, na. Wollt ihr mich hier verarschen? Ich lenk dich ab, ne? Deshalb kannst du nicht. Ja. Was? Okay. Nein! Oh. Das bist du klein, das kann ich nicht machen. Das sagst du. Oh. Wir hatten nur einen Froschanzug, denke dran. Oh. Dreckskraken! Nein! Wenn es nicht dein Controller wäre, ich hätte direkt gepfeffert, ey. So. Das war aggressiv, das Spiel. Nach einem Bier und jeweils einer Pizza pro Nase. Ladies and Gentlemen, we proudly present Red Scorpion and Super Mario Bros. 3 World 7. 7. 74, nee, 7. And level number 4. He's chosen his mother item. He's a Super Mario with Fire Blume. Fireflower? Das klingt komisch. Fireflower? Oder Powerflower? The Flower Power? Powerflower. Ey, das macht total Sinn, Flower Power. Also ich hab das mal gelernt, man soll ganz schnell durchschwimmen, also ja? An dieser komischen Dingsblume vorbei. Merk ich mir. Weil das cool ist. Ey, du hast jetzt ja auch hier, du hast voll den Vorteil, du hast hier Feuerblume, kannst dich alle abschießen. Sagte derjenige, der gerade unseren einzigen Froschanzug verkackt hat. Ja, da kann ich ja nicht schießen. Ja und, aber Froschi, kannst du da... Leck mich doch am Arsch. Ach, diese... kleinen... Süße. Diese kleinen... Diese miesen... Motherviecher. Der Hintergrund ist blau. Ja. Alles ist schön. Die kannst du nicht kaputt hauen. Das sind Elektro-Blubbel. Quallen. Ach, oh, scheiße. So, wenn das wenigstens wie bei Findet Nemo wäre, ja? So, das sind alles Quallen. Wir müssen hier durch. Die Spielregeln. Nicht berühren? Nur die Hüte berühren und... Also auch den Kopf. Was hat er da gesagt? Nur die Schirme berühren und nicht den Schwanz. Oder die Tentakel. Oh, nee, wie hießen die Viecher von denen? Na, Tentakel? Nein. Borsten? Borsten? Ja, wie heißen die Viecher von Quallen? Das sind keine Tentakel. Tentakel haben Tentakeltiere. Also, damit meine ich Kraken. Fühler? Wie heißen die Dinger denn? Fühler? Fäden? Einfach Fäden. Ja, Hauptsache an der Blume. So, der Level müsste ja gleich vorbei sein, ne? Ja, denkst du. Ja, aber die Level sind doch alle relativ kurz. Ja, denkst du. Ja, denk ich. Sagte derjenige, der gerade nicht spielt. Oh nee, nicht mal so eine blöde Blume. Meck, hasse diese Blume. Und jetzt hier freck mal das. Los, ich sag doch, es ist fast vorbei. Ich hasse diese Blume.